Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Kubus und dem Städtchen. Hallo. Holla. So, und jetzt? Also ich brauche Sand. Hab ich nicht. Nach wie vor ganz viel. Oh, Scheiße. Du warst doch in der Wüste. Ja, ich habe schon alles verbombt. Es ist auf jeden Fall dunkel hier draußen. Oh, nee. Doch, es ist wieder dunkel. Komm, lass uns klopfen. Warte, ich muss mal eben was essen. Oh, deine Windmühle sieht gut aus. Ich pfeif mir mal ein Steak hinter die Binde. Ja, Binse. Wie auch immer. Ich hau mir eine Ofenkartoffel in die Birne. Und irgendwie ist meine Mucke viel zu laut. Echt? Ja. Was machst du denn wieder? So, ich guck mal eben. Haben wir nicht noch irgendwas Brauchbares hier? Es kommt drauf an, was du unter brauchbar verstehst. Ja, so Sand. In der Wüste. Nieben an. Oh, bei nee. Den Nachbarn. Da habe ich Angst. Im Dunkeln gehe ich da nicht hin. Nee, das würde ich auch nicht tun. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wo unsere ganzen Golems sind. Es ist nur noch einer hier, ne? Ja, frag dich halt. Oh, ja, der andere, der da ist da ist ein Creeper. Und Zombies. Warte. Zwei Stück Zombies. Einer ist doch hinter dem Mäuerschen. Der Kleins war da, glaube ich. Bams. Wasserfall steht ein Skelett. Wo? Da hinten. Okay. Beim Wasserfall. Ah, eine Spinne. Wo? Vorbei an meiner formschönen Mülle. Oh, da ist eine Spinne, ja. Wo ist denn das Skelett? Das war hier links von mir. Ah, ich seh's. Die war aber jetzt leicht. Die Spinne. Ey, das ist abgehauen. Hä? Da kommt ein Zombie aus meiner Mühle. Ey, die Tür geht auf, da kommt der Zombie da raus. Oh, hier hinten ist ein. Ja. Oh, ich habe ein Problem. Oh. Houston. Wenn du nicht im Weg rumstehen würdest, dann. Ja. Ich hätte dir helfen können. Achso, ja, Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Wie kommen die denn hier so viele wieder rein? Alter, ja, vor allem, Schwede. Guck mal, der kam aus meiner Mühle, der Sack. Der ist ja da drin gespawnt. Der elendige Enis. Warte, ich muss mal gucken. Ich muss mal eben hier ein bisschen Erde abbauen. Ist gerade nichts drin. Obwohl, ich hatte auch schon mal eine Spinne hier oben. Ja? Ja. Ja, die können verdammt gut krabbeln, ne? Ja, ich bin gerade an meiner Wendeltreppe hier abgestürzt. Das ist schlecht. Nur für sich klappt das ja ganz gut. Ja, ich weiß auch nicht. Das war nicht wirklich beabsichtigt. So, wenn ich das jetzt hier schmaler mache, dann können wir hier nicht mehr herlatschen. Nee. Okay. Da müsste ich das Gitter drumherum wegmachen. Und das finde ich dann, glaube ich, nicht ganz so schön. So, ich baue jetzt erstmal Erde ab. Wow. Brauchst du Erde? Ich hab so zwei Trillionen. Nee, danke. Wo bist denn du? Ich sehe nur dein Schild. Bist du unter der Erde oder so? Nee, da und hier, ich baue gerade hier den Boden weg. Ja, dass super. Man dann hier so die. Du musst mal auf meinen Bildschirm gucken, das sieht voll lustig aus. Ja. Ein Maulwurf! Ich bin ein Erdmännchen. Ja, oder so. Pass auf, soll ich vielleicht hier den Eisenzaun wegmachen? Welchen Eisenzaun? Ja, hier an meiner Mülle. Dann könnte ich das hier verbreitern. Ja, dann machst du das ein bisschen breiter, ja. Ich finde das ja jetzt nicht wirklich schön, ne? Muss ich ein bisschen mal sagen. Schmal oben. Ja, aber ich finde das nicht. Probier doch einfach, mach mal weg und dann guckst mal, wie es dann aussieht. Ey, gib mir meine Fackeln wieder. Alter Schwede, ich krieg hier die Krise. Womit baue ich denn jetzt sinnvollerweise? Den Eisenzaun ab? Ja. Mit der Spitzhacke. Das dauert ja 100 Millionen Jahre. Nein, ganz so schlimm. Oh, hier ist ein Loch. Doch, ja gut, die ist nicht verzaubert, vielleicht das. Hier ist ein Loch. Ich wusste es doch. So, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich voll verlaufen. Boah, das dauert eine gefühlte Ewigkeit mit dieser Spitzhacke. Ehrlich? Ja, Erich. Erich. Ja, vorne er, hinten ich. Naja. Ja, dann mach du mal. Du schaffst das. Ja, genau. Ich habe die Befürchtung, ja,
dass so gewisse Leute, wenn sie dann hier oben rumkraxeln, eventuell runterfallen könnten. Wenn dieser formschöne Zaun hier fort ist. Du sprichst jetzt von dir, ne? Genau. Ah, schon wieder ein Creeper. Echt? Ja, ich sag dir mal, der soll stehen bleiben, dann erwische ich den auch. Wo kommt? Der kommt ja in meine Richtung, dann geht der gleich. Der ist am an der Mauer hinten am Tor. Verpiss dich, bleib von meiner Mühle weg. Ja, ich habe ihn gekriegt. Ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Diese elendigen Viecher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs habe ich gedacht so, boah, nee, man kommt ja zu gar nichts, wenn du die Monster anhast. War da auch nicht ganz so begeistert von, muss ich ja ehrlich zugeben, weil ich so ein Weichei-Minecrafter bin. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, so schlimm sind die nicht. Ne? Genau. Ja, doch, die Creeper, die finde ich schon blöd. Wenn man jetzt keinen Bogen hat und näher ran muss und dann mit dem verzauberten Schwert, ist schon so eine Sache. Ja, aber ansonsten, ne? Dann hast du ein Problem, ja. Und was du schon vorhin gesagt hast, also das mit den Golems, das ist ja... Ja, die sind scheiße. Die hätten wir uns auch schenken können, ne? Ja, also voll geschenkt, ey. Nee, die machen ja gar nicht. Die laufen da nur ein bisschen rum, stehen in der Landschaft rum. Naja gut, das eine oder andere erledigen sie ja wohl, aber man hat auch nicht so viel davon. Die Erfahrungspunkte, die kriegst du nicht. Nee. Okay, da kann man ja mit leben. Aber... Dass ja, die einem zur Hilfe überleg kommen? Mal, nach meinem letzten... stilvollen Tod habe ich jetzt nur noch einen Erfahrungspunkt. Ein? Wow, ja, ist auch so viel. Ja. Cool. So, ich gehe mal eben Eisengitter einsammeln, die runtergefallen sind, die Erfahrungspunkte. Wow, ich kriege einen Anfall hier, ey. Von dem Arschcreeper-Sack hier. Ich hätte beinahe gesagt, da ist ein Zombie in Diamantrüstung. Das war's ja du. Das bin ich. Ich bin der Zombie. Dem widerspreche ich jetzt mal nicht. Ja, genau. Ja, du bist mich ja ganz ein fiesen Möb, ne? Ach, das weiß ich ja schon. Da habe ich mich schon angewöhnt. Das ist nicht so schlimm. Ja, ja. Ja. Es gibt Schlimmeres im Leben. Sagt er. Ja, ich weiß das. Wow, ich kann keine Erde mehr sehen, ey. Echt nicht? Nein. Dann mach die Augen zu. Nein, Quatsch, mach die Augen auf, dann siehst du sie wieder. Ha, ha, ha. Ah. Ha, ha, ha. Guck mal, ich bin auch lebensmüde, ne? Also in Real Life würdest du sowas nicht tun. Schlag hier das Holz weg. Ja, ich seh dich. Guck mal. Krasse Kacke. Tada! Fliegt. Lutsch dich, tralalala. So, jetzt müssen wir mal gucken. So. Ja, was willst du denn gucken? Warst du jetzt da komplett im Bau, oder wie? Nee, nicht so ganz. Da und da. Und da muss ich freilassen. Oh, es wird hell. Der Mond geht unter. Herrlich. Ja. Und Kubus wird munter. Und wie? Warte, ich kann mal, nichts ich mehr aufnehmen. Mein Inventar ist komplett voll. Das ist aber nicht so gut, oder? Nee, das ist scheiße. Aber doch, wieder. Das ist echt verdammt eng hier, ne? Für so eine kleine Schnitte. Die da ein Händchen für hat, siehst du? Warte mal, ich komme jetzt gleich mal gucken. Du könntest gleich mal mir helfen. Oh, die sieht jetzt stark aus. Eine Hohle. Was? Eine Hohle. Eine Hohle was? Eine Hohle Dingsbums. Eine Hohle Dingsbums. Das ist gut. Eine Hohle Murmel. So, jetzt was jetzt meinst dann? Du denn mit einer Hohle? Hupala. Naja, gut, okay. Ja, links hier, sag mal. Sag doch mal. Mal? Eine hohle Windmühle. Ach so. Ach, du meinst meine Windmühle. Ja, genau die meinte ich. Na ja, nicht mehr lange. Nicht? Nee. Nee. Wow. La. Zack. Ich glaube, Fenster sollte ich da vielleicht auch noch reinmachen. Oh, ich glaube, das kann ich gar nicht hier so abbauen, wie ich das gerne möchte, ne? So, Herr Klugscheißer, gucken Sie mal. Mhm. Ja, das sieht schon viel besser aus. Ehrlich? Ja, das sieht super aus. Kann ich den oberen Teil vielleicht so lassen, dass sich das so angleicht? Sieht das da, oder sieht das blöd aus?
Was? Du musst dich ja mal umdrehen und gucken. Warte, ich muss erstmal hier gucken, welches. Oh Mann, no. Ja, jetzt gucke ich. Meinst du, ich kann den oberen Teil lassen? Warte, ich muss mal von der anderen Seite gucken. Oder soll ich das auch? Den will ich angleichen. Okay. Du weißt, was du da von mir verlangst, ne? Ja, das weiß ich. Das ist ein ganzes Stückchen Arbeit, Freundchen. Ja, ja. Oh, ich habe mich hier vertan, sehe ich gerade. Muss ich nochmal abbauen. Nee, was eine Arbeit. Ja, frag mich mal, guck mal hier rüber. Nee, hier, was? Nee. Ja, guck mal. Warte, warte, warte. Und jetzt komm ich gucken. Ja, aber wo, warum machst du das eigentlich? Wofür? Damit das hier eine Fläche, eine anständige gibt. Und wenn das eine unanständige Fläche wäre? Dann wäre das doof. Nein, das gefällt mir sonst nicht. Warum? Das gefällt mir nicht. Nein. Dann muss das weggemacht werden. Das ja, ich kenne das. Das ist krankhaft. Ja, ja. Bei dir. Schnittchen ist heute wieder frech. Merkt er was? Nein, nein, das nein. Das gibt es gar nicht. Nein. Ich dachte, wie eine dicke Lippe hat hier. Also. Was meinst du? Was, das meine ich nur? Ja, richtig, genau. Was soll muss ich das auch noch wegkommen, ne? Dann muss ich das da oben ja auch wegmachen. Ja, ja. Ich so. Arme, weißt du? Ja, du bist ein armes Kind. Nee, ein armes Schnittchen bin ich. Ich komme hier nicht durch. Och, du armer Kubus. Ja, ich bin ein armer Kubus. Nö, nö, nö. Und die Flügel, die muss ich auch nochmal stellenweise neu machen, so, weißt du? Mann, hab ich eine Arbeit vor mir. Oh. Ja, genau, bemitleide mich. Ja, mach ich ja das. Sonst warte. Keiner. Warte, wenn ich gleich Zeit habe, mache ich das mal eben. Boah. Ich dachte, du wärst ein sympathischer, netter. Achso, nee, ich hatte ja vorhin. Nee, nee, dann hast du mich wieder verwechselt. Ja, ja, genau. Richtig. Naja, macht ja nichts. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja. Die müsste auch schon längst tot sein. Die Hoffnung. Ja. Du fiesen Gerl. Ja, 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 ja. So, also was hältst du davon, wenn ich hier noch Fenster reinmache? Ja, sehr gut. Gute Idee. Dann sieht das so, ja, aha, gefängnismäßig aus. Echt? Eine gefängnismäßige Rakete? Ja, eine ein Raketengefängnis. Oh, scheiße, ey. So. Jetzt hab ich's gleich geschafft hier. So, dann müssen wir mal gucken. Nein, 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 nein. Doch. Nein. Da mal ein Fenster rein. Nein. Da ist vielleicht so ein Glasblock, ne? Ja. Das ist keine schlechte Idee, glaube ich. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Ich mache jetzt überall Fenster. Du machst jetzt überall Fenster? Überall. Oh mein Gott. Das kann so. Ja was werden. Was kann? Das kann ja was werden. Das sag ich dir aber du. Alter, Mann. Kannst du schon mal einen erzählen, wa? So, jetzt brauch ich Steine. Wie, wo, was? Steine. Steine. Was habe ich denn dafür für Steine genommen? Normalen Stein oder Bruchstein? Normalen Stein, ne? Warte. Kann ich das mal eben ausprobieren. Das ist, normaler Stein. Ja, ja. Machen wir hier rückwärts so. Oh, geht ja gar nicht. So. Ich hab's gleich geschafft, dann hab ich die ganze Erde hier weg. Ehrlich? Ja, ist alles weg. Alles weg. Ob bist du ein Held? Ja, ich bin ein Held. Und das ohne Strumpfhose. Nein, ohne. Doch, ich hab heute einen an, weil so kalt ist. Ach, ich dumme Nuss, ich hab das hier. Na gut, muss ich das zumachen. Was machen wir mit der ganzen Erde? Ich weiß es nicht. Schnittchen stürzt wieder ab oder ist kurz davor. Wer, ich? Nein. Nein, ne? Nein, nein, da hab ich mich vertan, Entschuldigung. Richtig, du musst mich verwechseln. Wow, ich hab's geschafft. So, jetzt haben wir hier alles abgebaut. Warte. Ach, guck mal, da klappt das. Mann, 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 ey. Die Steine wollen mich äppeln. Die wollen nicht äppeln? Veräppeln, kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Wie soll ich das jetzt hier bitte schön hinbekommen?
wartet ja hier noch in Arbeit aus. Das könnte Wo ist denn meine Erde? Ach da. Oh, es dürfte ein bisschen tief werden. So, das sieht doch schon viel besser aus. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dass keiner guckt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oh shit, guck ich mal. Ich mach die Augen zu, okay? Ich habe einen Baum, einen schwebenden Baum. Was, wo? Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Der ist schick, ne? Ja, das hat was. Ja, ich habe nur, ich habe keine Axt mehr. Echt nicht? Nee. Wieso denn für eine Tropfnase? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Axt mehr. Voll Ach, die habe ich dir doch wiedergegeben. Ich hatte doch keine mehr. Ach so, ja, nee, nicht. Mhm. Eins, zwei, okay. Blöpp. Okay. Dann mache ich Wieso das halt ist mit denn Erde. Das ein Fenster? Blöpp. Ja, mach das. Und blöpp. Und da komme ich nicht mehr dran. Blöpp. Irgendwie habe ich da ein Fenster vergessen anscheinend. Warte mal, ich muss mal eben hier die Steine weghauen, die zu viel sind. Oh, scheiße. Was mache ich denn da? Scheiße? Scheiße mache ich wieder. Der Kubus macht wieder nur Scheiße. So, blöpp. Das ist echt ganz schön gefährlich für so eine Schnitte. Was hältst du davon, wenn ich vielleicht so mit... Slabs. Nee, warte. Doch, da fehlt ein Fenster. Ich wusste es doch. Mit Slabs das nach außen hin vielleicht einen Verbreiter. Das kannst du gerne machen, ja. Damit ich dann halt eben nicht runterplumpse. Ja, mach doch mal. Guck mal, ich habe dann noch 64. Könnt ihr ihn hauen, ne? Ja. Talk. So. Talk. Top. So, so, Top. Das sieht aber blöd aus. Guck mal hier. Was denn? Ja, einmal so den Stein und dann hier die Slabs. Ja, dann macht das Aber andere Slabs gibt's nicht, ne? Nee. Oder? Nee.